Kapitel 3: Auf der Suche nach der Heimat. Langsam begannen draußen die Geräusche des Alltags zu beginnen, als ich langsam aufwachte. Zuerst war ich etwas perplex, bis mir wieder einfiel, was am Vortag alles geschehen war. Ich war in dieser eigenartigen Parallelwelt gelandet, in der der Frieden gegebener war als dort, wo ich herkam. Nachdem ich am Abend von meinen Abenteuern erzählt hatte, zumindest so gut wie ich es konnte, hatten beinahe alle zugestimmt, mir zu helfen. Aber auch waren wir uns alle einig, dass die Suche erst am folgenden Tag beginnen sollte. Für die Nacht hatten sie mir ein unbewohntes Haus, das, welches in beiden Welten früher Bisasam gehört hatte, angeboten. Ich war von dem, was geschehen war, ziemlich geschafft gewesen, weshalb ich damit gerechnet hatte, den Schlaf gut gebrauchen zu können. Was wohl auch gestimmt hätte. Aber es fiel mir einfach sehr schwer, Ruhe zu finden. All die Gedanken kreisten in meinem Kopf. Wir hatten uns alle entschlossen, dass der dunkle Gott mich in diese Welt geschickt hatte und nun in meiner Welt sein Unwesen trieb. Aber wie ging es meinen Freunden? Sie waren stark, keine Frage. Aber reicht ihre Kraft, um einen derart mächtigen Feind zu schlagen? Das wahrscheinlich mächtigste Wesen im gesamten Weltenbaum? Und nicht nur die Sorge um meine Freunde hielt mich wach, sondern auch meine Vorstellung. Diese Welt, in der ich nun gelandet war, war eine deutlich friedlichere, als meine je hätte sein können. Ich dachte zurück an Floink. Seine große Reise stand noch am Anfang unserer Sage. Und doch hatte er immer nur ein friedliches Leben gewollt. Seiner Version dieser Welt war dieses Glück zuteil geworden. Alle wirkten an diesem Ort so unfassbar glücklich. Naja, jeder außer dem übermisstrauischen Lord Ecke. Aber diese Welt hatte den Frieden erreicht, nachdem wir so lange suchten. Aber wie hatten sie ihn so einfach erreicht? Was hatten wir im Verlauf unserer Reisen falsch gemacht? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir nie die Chance auf eine so ähnliche Welt gehabt hätten. Doch irgendwann mussten wir einen falschen Schritt gegangen sein, der die gesamte Zukunft einfach verändert hatte. In meiner Welt gab es so viel Trauer, so viel Zorn, so viel Frust. Immer wenn ich mit meinen Freunden gereist war, plagte es manche von uns. Und dies war immer einer der Gründe für mich gewesen, weiterzumachen. Und nun die Bestätigung durch diesen Ort hier zu sehen. Floink war hier nie ein Wahnsinniger geworden, sondern lebte ein glückliches Leben. Shanux und Bulbi lebten glücklich zusammen und hatten eine kleine Tochter. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es für ein Pokémon wie sie wäre, in einer düsteren Zeit wie in der in meiner Welt aufzuwachsen. Gleichzeitig, woher wollte ich wissen, was noch stimmte und was nicht? Meine letzte Begegnung mit ihnen allen lag Jahre zurück. Was, wenn Funkenherz auch in meiner Welt bereits geboren war? Oder Floink als Freund zurückgekehrt war? Es war alles möglich. Und für die Zukunft war auch alles möglich. Ich würde zurückkehren. Wir würden den dunklen Gott vernichten. Sobald dies geschehen wäre, wir würden den Frieden dieser Welt erreichen. Schon immer war ich entschlossen gewesen, der Wurzelwelt diesen Frieden zu schenken. Doch nie war ich entschlossener gewesen als jetzt. Aber ich drifte ab und ich denke, dies zeigt, weshalb ich so lange wach lag. Meine Gedanken drehten sich im Kreis weiter und weiter. Ich hatte das Gefühl, schon beinahe den Sonnenaufgang zu sehen, als ich endlich einschlief. Dementsprechend war ich an diesem Morgen alles andere als ausgeschlafen, aber trotzdem nicht weniger motiviert. Es dauerte nicht mehr lange, bis ein Klopfen an meiner Tür ertönte. Licht, bist du wach? Ja, halbwegs. Die Tür öffnete sich und mein Ebenbild betrat das Haus. Zum ersten Mal, seit ich hier angekommen war, wurde er nicht von Lord Ecke begleitet. Unruhige Nacht gehabt? Es war wohl ziemlich offensichtlich, dass ich schon manchmal wacher gewesen war. Ja, meine Gedanken haben mich wach gehalten. Das ist verständlich, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich auch vorgesorgt und wir werden die Suche heute eher nicht beginnen. Zuerst war ich etwas schockiert, wie die Suche nicht beginnen. Ich muss zurück, so schnell wie es geht. Nur die Ruhe, ich verstehe das ja. Ich habe gestern Abend noch einen Brief an den Gildenmeister geschrieben und abgeschickt. Wenn irgendjemand uns helfen kann, dann er.
Ich weiß nicht, wie das in deiner Welt aussah, aber der Gildenmeister ist so weise, dass er sogar Vergangenheit und Zukunft sehen kann. Das ist für mich definitiv neu. Ich meine, zutrauen würde ich es ihm irgendwo, aber er hat nie etwas derartiges getan. Gleichzeitig amüsiert und nachdenklich meinte mein Ebenbild, also ich würde ihm auch zutrauen, dass er es einfach nicht sagt. Sobald du diesen dunklen Gott geschlagen hast, solltest du vielleicht ein paar Nachforschungen anstellen. Recht hatte er tatsächlich irgendwo. Wenn es ein Pokémon gäbe, das übernatürliche Kräfte hat, sie allerdings nie zeigt oder vielleicht nicht mal etwas von ihnen weiß, dann wäre es auf jeden Fall der alte Knuddeluff. Vielleicht würde ich Günthers Rat tatsächlich befolgen und dem Ganzen auf den Grund gehen, sobald der Krieg zu Ende war. Die Zeit dafür würde ich dann definitiv haben. Jeder würde genug Zeit haben. Für alles, was man schon immer machen wollte. Aber auch wenn ich in Eile war, wusste ich, dass mein Ebenbild recht hatte. Wenn der Gildenmeister an diesem Ort wirklich Vergangenheit und Zukunft sehen konnte, dann wäre seine Hilfe das Beste, was uns passieren könnte. So wie ich den Alten kenne, wird seine Antwort entweder heute Abend oder morgen früh ankommen. Latios ist losgeflogen, um die Nachricht zu überbringen. Er braucht nicht wirklich lange. Also, für heute kannst du machen, was dir gerade einfällt. Den Schlaf nachholen, dieses Silberdorf genauer erkunden, was auch immer. Ich empfehle dir nur vielleicht einen Bogen um Lord Eckett zu machen. Aber wenn der Gildenmeister sich bereit erklärt, auch zu helfen, dann wird er dir auch vertrauen, da bin ich mir sicher. Für heute solltest du einfach Konfrontation vermeiden. Offensichtlich gab es nicht mehr zu sagen, denn er verließ ohne weitere Worte den Raum. Es ergab sich so natürlich eine gute Situation, um wirklich wieder Energie zu tanken. Allerdings war ich noch nie jemand gewesen, der tagsüber schlafen konnte. Also wäre der Versuch wohl nutzlos gewesen. Letztlich entschied ich mich, je nach Bereitschaft der anderen im Dorf, selber etwas herumzuhören und so die Geschichten der Pokémon dieses Silberdorfes zu hören. Kaum hatte ich das Haus verlassen, sah ich bereits Shinux und Bulby am Fuße des Hügels sitzen. Sie sahen gerade Funkenherz zu, die auf dem Dorfplatz spielerisch mit Floin kämpfte. Der Stil, mit dem Floink kämpfte, rief alte Erinnerungen zurück. Floink als Floink eben hatte ich nur ein einziges Mal im Kampf gesehen. Aber trotzdem merkte ich, dass dies nicht sein Kampfstil war, den er damals hatte. Vielmehr sah es aus wie die Kunst, die der dunkle Rächer aus der Schlacht machte. Auch wenn er sich natürlich extrem zurückhielt und das Ganze eben sehr spielerisch anging. Die Reaktion auf meine Erzählung am Vorabend hat mir genau gezeigt, dass in dieser Welt auch der dunkle Rächer nie geboren war. Doch irgendwie war Floink schon immer dieses Wesen gewesen. Als ich ihn so sah, hatte ich das Gefühl, dass der dunkle Rächer auch in dieser Welt lebte. Doch er hatte sich nie dem Wahnsinn gebeugt und war ein erfülltes und glückliches Pokémon geworden. Dinge, die er in meiner Heimat nie hatte erleben dürfen. Doch hier war er immer der Freund geblieben, den ich einst kennenlernen durfte. Darf ich mich dazusetzen? Ich sehe nichts, was dagegen spricht, also gerne. Einen Moment lang saß ich einfach stumm neben ihm und beobachtete weiter die beiden Kämpfenden auf dem Hauptplatz. Wenn es euch nichts ausmacht, ich möchte etwas drüber lernen, wie die Dinge in dieser Welt gelaufen sind. Könnt ihr mir etwas drüber erzählen, wie ihr euch getroffen habt? Über eure Vergangenheit? Shinux und Bulby blickten sich kurz an, wirkten aber beide sehr sicher. Natürlich, auch wenn es nicht sonderlich viel zu sagen gibt. Ich habe früher in einer anderen Welt dieses Weltenbaumes gelebt, in einer Stadt namens Schmuckstadt. Ich war Teil der Gilde dort, aber ohne großen Erfolg. Das Einzige, was es mir wirklich gebracht hat, war, dass ich Eevee, Sejong und Spark kennengelernt und mich mit ihnen angefreundet habe. Sejong und Spark? Selbst in der anderen Welt war so viel anders als in meiner Heimat. Kannst du mir etwas über die drei erzählen? Eevee ist die Anführerin eines Stammes auf dem Waldkontinent. Sie gehört zu einer einzigartigen Spezies. Aber deinen Erzählungen nach weißt du das ja alles. Sie hat mir tatsächlich irgendwann auch einmal von ihrer Jugendliebe Chelast erzählt, der allerdings in einem Unfall starb. Keiner konnte etwas für ihn tun und Eevee war ziemlich am Boden zerstört. Kurz darauf besuchte sie die Gilde, wobei ich sie kennenlernte. Die Reise hatte sie gemacht, um ein paar Tage lang Abstand zu haben und den Verlust besser verarbeiten zu können. Dort hat sie nicht nur mich, sondern auch Spark kennengelernt, der gleichzeitig wie ich ein Rekrut war. Allerdings gingen wir beide kurz darauf von der Gilde ab. Er reiste zusammen mit Eevee, zu der er eine gute Freundschaft entwickelt hatte, zum Stamm, in dem er anscheinend auch selber aufgewachsen war.
Ich habe danach nur noch einmal von ihnen gehört. Anscheinend hatte es Evie geschafft, über Chlast endlich hinwegzukommen und sich mit Spark wieder verliebt. Sejong lernt sich auf einer Mission kennen. Es gibt keine große Geschichte. Ich war ein paar Tage auf dem Eiskontinent. Wir sahen uns jeden Abend in einem kleinen Gasthaus im Dorf, in dem ich mein Lager hatte, und er war sehr freundlich, sodass wir etwas Briefverkehr aufbauten. Aber das ist auch abgeebbt, seitdem ich hier bin. Shinnok unterbrach sie. Den Rest übernehme ich. Im Bewusstsein, dass das Dasein in der Gilde nicht viel Gutes mit sich bringen würde, entschied sich Bulbi, in die Wurzelwelt zu reisen, um Neues zu erleben. Ich habe schon mein ganzes Leben hier in Silberdorf gelebt. Als Bulbi dann diese Region erkundet hat, haben wir uns kennengelernt und... Der Rest ist Geschichte. Und jetzt sind wir hier. Auch wenn ihre Geschichten alle so anders waren, spürte ich genau, dass sie im Herzen auch die Pokémon waren. Die Freunde, die ich kannte. Sie waren die gleichen, gutherzigen und freudigen Wegbegleiter. Funkenherz ist inzwischen etwa 4 Jahre alt. Und so energiegeladen, wie sie ist, könnte man beinahe meinen, dass wir hier selber auch so ausdauernd und abenteuerlustig wären wie in deiner Welt. Ich finde die Vorstellung allein schon seltsam. Dass ich auch aus Schmuckstadt stammen könnte. Und ich und Bulbi uns schon ewig kennen. Ich weiß wirklich nicht, wie wir beide geworden wären. Wäre alles so gekommen, wie du es erzählt hast. Wie standen denn die beiden aus deiner Welt am Ende zusammen? Also, ich habe sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber beim letzten Mal, ihr Verhältnis zueinander war ähnlich gut wie eures. Sie waren euch beiden sehr ähnlich. Nur Funkenherz gab es eben nicht. Aber was weiß ich, unser letztes Treffen ist inzwischen irgendwie 6,5 Jahre her. Vielleicht haben die beiden in der Zeit ja auch in meiner Heimat eine Tochter. Und wenn ja, dann werde ich sie hoffentlich bald kennenlernen. An dieser Stelle war das Gespräch offensichtlich zu Ende. Aber es gab mir auch wieder etwas zu denken. Ich lebte immer in dem Glauben, dass kein Pokémon grundlegend gut oder schlecht war, sondern von Erlebnissen geformt wurde. Gerade der Vergleich der Floinks aus beiden Welten schien mich darin noch einmal zu bestätigen. Doch Bulbi und Shinnok? In meiner Heimat waren sich die beiden durch unfassbare Abenteuer und Erlebnisse so nahe gekommen und sind geworden, wie sie sind. Doch in dieser Welt hatten sie nie Abenteuer erlebt. Keine tödlichen Gefahren hatten sie zusammengeschweißt. Alles war anders verlaufen. Und trotzdem waren sie dieselben. Um das zu wissen, hätte ich nicht einmal ihre Geschichte hören müssen. Alleine das Leuchten in ihren Augen sagte alles. Bei allen an diesem Ort fiel mir dasselbe auf. Und bei allen in meiner Heimat. Wenn man Erfahrungen damit gesammelt hat, kann man die Persönlichkeit beinahe jedes Pokémon sehen, sobald man ihnen einfach in die Augen blickt. Ein altes Sprichwort besagt, dass die Augen das Fenster zur Seele seien. Und ich könnte nicht mehr zustimmen. Während all diese Gedanken weiter herumkreisten, bemerkte ich, dass Funkenherz sich wieder zu ihren Eltern gesellt hatte. Offenbar hatte Floink für den Moment genug gekämpft und wollte sich eine Pause gönnen. Und ich dachte, dass der Zeitpunkt gekommen war, um die Geschichte eines weiteren alten Freundes in dieser Welt zu erfahren.